Von Figuren, die tödliche Wunden überleben, bis hin zu Zombies mit Supergeschwindigkeit, es gibt immer noch einige Aspekte von The Walking Dead, die einfach nicht erklärt werden können. Hier sind nur einige der seltsamen Ungereimtheiten und riesigen Handlungslücken. In der allerersten Folge erwacht Rick Grimes aus dem Koma und findet sich inmitten einer Zombie-Apokalypse wieder. Das ist zwar ein dramatischer Serienauftakt, aber es wird nie klar, wie Rick es geschafft hat, bis zu diesem Zeitpunkt zu überleben. Vor der Apokalypse war Rick ein Hilfs-Sheriff. Laut dem Walking Dead-Showrunner Dave Erickson erlitt er im Dienst eine Schusswunde, die ihn für 4 bis 5 Wochen ins Koma versetzte. Das ist eine lange Zeit, um ohne medizinische Versorgung im Koma zu liegen. In der Webserie The Oath erfahren wir, dass ein Arzt nach dem Ausbruch im Krankenhaus blieb und sich einige Zeit lang um die Patienten kümmerte. My oath is to people who need help. And that holds up now. More than ever. Das erklärt, wie Rick überleben konnte, aber er wacht immer noch allein und unterernährt auf, was darauf hindeutet, dass er eine Zeit lang ohne medizinische Versorgung war. Es muss Magie sein. Der Ausbruch ereignete sich am 26. August 2010. Doch Rick und die Gruppe finden in Staffel 2 irgendwie einen 2011er Hyundai Tucson. Das bedeutet, dass die Gruppe ein Fahrzeug gefunden hat, das noch gar nicht erfunden war, geschweige denn in Massenproduktion hergestellt wurde. 2 Staffeln lang fahren sie mit dem kiwi-grünen Geländewagen durch die Gegend, um vor Zombiehorden zu fliehen. Aber er bekommt nie eine Delle oder einen Blutfleck ab. Das Fahrzeug bleibt in einer postapokalyptischen Welt blitzsauber, weil es einen Produktplatzierungsvertrag mit Hyundai hat. Der Vertrag besagt, dass das Fahrzeug nicht kaputt gehen, nicht übermäßig schmutzig werden und nicht zum Überfahren von Zombies verwendet werden darf. Während dies für Hyundai sinnvoll ist, sieht das makellose Auto in der Welt der Serie fehl am Platz aus. Aber hey, wenn wir in einer postapokalyptischen Welt leben und ein zeitreisendes Auto finden würden, das immer sauber ist und nie kaputt geht, würden wir damit auch herumfahren. Rick und die übrigen Überlebenden befinden sich während des größten Teils der Serie in Georgia. Die Sommer in Georgia sind heiß und feucht, aber im Winter wird es kalt und es schneit. Trotzdem sehen wir die Überlebenden von The Walking Dead fast nie mit Schnee konfrontiert. Tatsächlich gibt es bis zum Finale von Staffel 9 keine einzige Schneeflocke. Best bet is to go old school to keep toasty. I'd advise initiating Winter 1 Ice Storm Protocol. Im Jahr 2022 sagte Showrunnerin Angela Kang gegenüber Cinema Blend: In dieser Saison wollten wir unter anderem ein wenig mit dem Rhythmus des Geschichtenerzählens spielen und hoffentlich ein paar Dinge tun, die wir bisher noch nicht getan haben. Zwischen dem Kampf gegen die Beißer und feindlich gesinnten Menschengruppen haben die Charaktere bereits eine Menge zu bewältigen, aber zu sehen, wie sie den Elementen trotzen, erhöht den Einsatz noch mehr. Da Schneefall die Dramatik nur noch verstärkt, ist es interessant, dass so wenig von der Serie im Winter stattfindet. In Staffel 8 entwickelt Negan einen Plan, wie seine Gruppe ihre Waffen mit Zombie-Eingeweiden beschmieren kann, um jeden zu infizieren, der das Pech hat, von ihnen angegriffen zu werden. Hilltop is gonna learn. Toe the line, one way or another, dead or alive. Das hört sich nach einem ziemlich guten Plan an, bis auf die Tatsache, dass er eine riesige Lücke in der Handlung offenbart, nämlich ob Zombieblut Menschen infizieren kann oder nicht. Wenn Überlebende jedes Mal infiziert werden, wenn Zombie-DNA in ihren Blutkreislauf gelangt, gibt es mehrere Fälle, in denen Charaktere hätten infiziert werden sollen, es aber irgendwie nicht wurden. In Staffel 2, Episode 10, Ausgesetzt, wird Shane in einem Schulbus gefangen, während er gegen Beißer kämpft. Er schneidet sich mit einem schmutzigen Messer in die Hand und benutzt sein Blut, um sie abzulenken. In Staffel 7, Folge 10, Neue beste Freunde, kämpft Rick gegen einen Beißer, dem Stacheln aus dem Körper ragen. Seine Hand wird von einer der Klingen geschnitten, die vermutlich mit infiziertem Blut bedeckt ist, da sie den Körper des Zombies aufspießt. Was also ist es? Kann Zombieblut Überlebende infizieren? Oder nicht? You all submit to a blood test. That's the price of admission. Wenn nicht, macht Negans Plan keinen Sinn. Und noch etwas. Warum haben sich die Überlebenden nicht öfter mit Zombieschleim eingeschmiert, um der Gefahr zu entgehen? In den Staffeln 1 und 5 nutzen sie diese Taktik, um sich zu tarnen.
Und dann sind da natürlich noch die Flüsterer, die regelmäßig Zombie-Gesichter tragen, um sich unter die Herden der Untoten zu mischen. Vom unbesiegbaren Hyundai Tucson der Gruppe bis hin zu Daryls kultigem Motorrad nutzen die Überlebenden im Laufe der Serie eine Vielzahl von Fahrzeugen. Aber die Geschichte spielt sich über mehrere Jahre hinweg ab und Benzin hat ein Verfallsdatum. Woher kommt also dieses magische Benzin? RAC Limited, ein britisches Kfz-Dienstleistungsunternehmen, bestätigte diese Information im Jahr 2019 und sagte: Im Allgemeinen hat Benzin eine Haltbarkeit von 6 Monaten, wenn es in einem versiegelten Behälter bei 20 Grad Celsius gelagert wird, oder nur 3 Monate, wenn es bei 30 Grad aufbewahrt wird. Sobald sie den Kraftstoff in einen Kanister oder andere Behälter gefüllt haben, bleiben ihnen nur noch wenige Monate, bevor die Qualität nachlässt. Noch weniger, wenn der Kraftstoff verunreinigt ist. Weiter heißt es, dass die Verwendung von altem Benzin Fahrzeuge beschädigen und ihre Gesamtleistung beeinträchtigen kann. Dies ist jedoch nicht der einzige Grund, warum die Figuren in der Serie nicht fahren sollten. Denken Sie daran, wie viel Wartung Fahrzeuge regelmäßig benötigen. Platte Reifen, leere Batterien und Probleme bei dem Getriebe sind selbst bei einer Nicht-Apokalypse ziemlich häufige Probleme. Wenn man bedenkt, dass die meisten Fahrzeuge in der Serie monatelang oder jahrelang unbeaufsichtigt herumstehen und nicht jede Gruppe einen Mechaniker hat, ergibt es einfach keinen Sinn, die Überlebenden nach Belieben herumfahren zu sehen. Überlebende in einer postapokalyptischen Welt hätten weitaus mehr zu tun, als sich um die Landschaftsgestaltung zu kümmern. Das Gefängnis, das Rick und die Gruppe in Staffel 3 entdecken, hat einen großen, gut gepflegten Garten, obwohl sich niemand um ihn kümmert. Als die Gruppe dort ankommt, sind zwar einige Gefahren dort, aber sie waren monatelang in der Kantine eingesperrt und hatten daher keinen Zugang zum Rasen. Gab es einen Zombie-Landschaftsgärtner, der noch die grundlegenden motorischen Fähigkeiten besaß, um einen Rasenmäher über das Feld zu schieben? Vor der Ausstrahlung der Serie veröffentlichte AMC einige Regeln, denen alle Zombies in der Serie folgen, darunter auch diese. Zombies sind ungeschickt. Sie können keine Gegenstände aufheben oder benutzen, die komplexer sind als ein Stein oder ein Stock. Also keine Unkrautvernichter. In einem Interview mit Chris Hardwick im Jahr 2017 sprach der Showrunner Scott M. Gimple schließlich über dieses Rätsel. I'm working on a story. Okay. All of these years. Why the grass is cut will be answered. Es scheint schwer zu sein, sich inmitten einer Zombie-Apokalypse Zeit für sich selbst zu nehmen. Doch zwischen den Vorräten und dem Kampf um ihr Leben schaffen es die Überlebenden, sich stylische Frisuren zuzulegen. Carol zum Beispiel trägt einen Kurzhaarschnitt und Negan rasiert sich die Seiten seines Kopfes. Die Männer pflegen ihre Gesichtsbehaarung größtenteils sehr gut, egal ob sie einen majestätischen, gut gepflegten Bart oder nur die richtige Menge an Stoppeln tragen. Aber die Damen der Show sind besonders gut gepflegt. Sie halten nicht nur ihre Augenbrauen in Ordnung, sondern haben auch keine haarigen Beine oder Achselhöhlen in Sicht. Ihre glatte, strahlende Haut lässt auf eine nächtliche 10-Schritte-Routine und einen mühelosen No-Make-up-Schminklook schließen. Ganz gleich, wie schlimm die Situation ist, alle Überlebenden haben stilvolle Kleidung, die ihnen perfekt passt. Ja, sie sind ein bisschen schmutzig und haben ein paar Löcher, aber diese Art von Abnutzung kann bei einem einwöchigen Campingausflug passieren. Und können wir darüber reden, wie toll die Zähne von allen aussehen? Vielleicht gab es in Alexandria Salons und Zahnärzte, aber die restliche Zeit? Das macht keinen Sinn. Es gibt viele verschiedene Arten von Beißern in der Serie, von denen, die sich nicht bewegen konnten, bis zu denen, die nach Hause zurückkehrten und alles dazwischen. Aber trotz all der Zombie-Varianten fehlen Zombie-Kinder in der Serie seltsamerweise weitgehend. Ironischerweise ist der erste Zombie, der in der Serie auftaucht, ein kleines Mädchen. In der allerersten Folge versucht Rick mit ihr zu reden, aber dann wird sie aggressiv und er muss sie erschießen. Danach gibt es noch eine Handvoll anderer Zombie-Kinder, wie Carols Tochter Sophia, die Tochter des Gouverneurs Penny und Noahs namenloser Bruder. Doch das ist nichts im Vergleich zu den Horden erwachsener Zombies, die die Überlebenden auf Schritt und Tritt bedrohen. Der Mangel an Zombie-Kindern ist ungewöhnlich, vor allem wenn man bedenkt, dass im Walking Dead-Universum jeder mit dem Virus infiziert ist und sich nach seinem Tod in einen Zombie verwandelt, egal ob er gebissen wurde oder nicht. Die Überlebenden sehen sich im Laufe der Serie mit allen möglichen Gefahren konfrontiert, darunter auch mit der Möglichkeit des Verhungerns. Zu Beginn von Staffel 3 ist die Gruppe schon eine Weile auf der Flucht und Carl ist so hungrig, dass er fast nur noch Hundefutter aus der Dose isst. Es gab sogar Episoden, in denen die Gruppe kilometerweit laufen musste, zum Beispiel als sie in Staffel 4 versuchte Terminus zu finden, aber all diese zusätzliche Bewegung führte nicht zu einem Gewichtsverlust. Wenn es um das Körpergewicht geht, haben die Zuschauer vor allem bei zwei Figuren Fragen.
Tara und Eugene. In einem Instagram-Post aus dem Jahr 2016 wehrte sich Alana Masterson, die Tara spielte, gegen Bodyshamers und erklärte, dass sie kurz vor den Dreharbeiten zu Staffel 7 ein Baby bekommen hatte. Josh McDermott, der Eugene spielte, sprach 2018 in einem Interview mit Entertainment Weekly über das Aussehen seines Charakters und sagte: "Es ist schwer, von einer Woche zur nächsten zu gehen und zu sagen, nun, es wäre großartig, wenn ich 30 Pfund leichter wäre. Das ist physisch unmöglich." Niemand sagt, dass Schauspieler sich für ihren Körper schämen oder unter Druck gesetzt werden sollten, Gewicht zu verlieren. Aber wenn die Geschichte der Serie extrem magere Rationen und zermürbende Reisen zu Fuß beinhaltet, würde ein wenig Make-up oder CGI, um die Charaktere vorübergehend schlanker zu machen, die Dinge viel realistischer machen. Ist Rick unsterblich? Er hat die trostlosesten Situationen überlebt, wie den Vorfall auf der Brücke in Staffel 9, Episode 5, Wach auf. Er blutet stark, nachdem er in der vorherigen Folge von seinem Pferd abgeworfen und von einem Betonstahl aufgespießt wurde. Nachdem er immer wieder das Bewusstsein verloren hat, führte er eine riesige Herde von Beißern zu einer Brücke und löst eine Explosion aus, um die übrigen Überlebenden zu schützen. Da er sich aber mit der Herde auf der Brücke befindet, nehmen seine Freunde und seine Familie an, dass er bei der Explosion gestorben ist. Später erfahren wir, dass Rick die Explosion irgendwie überlebt hat, in den zombieverseuchten Fluss gestürzt ist und ans Ufer gespült wurde, ohne zu ertrinken, gebissen zu werden oder eine kritische Menge an Blut zu verlieren. Wir verstehen, dass die Autoren Rick nicht umbringen wollten, da er die Hauptfigur ist, aber es ist lächerlich, von wie vielen Verletzungen sich dieser Mann erholen kann. Jede Nebenfigur wäre gestorben, sobald sie auf den Betonstahl gefallen wäre. Oder spätestens bei der Explosion. Die meisten der Beißer in der Serie sind schwach, langsam, unintelligent und unkoordiniert. Vor allem im Vergleich zu den Zombies in Filmen wie 28 Days Later. Trotzdem gibt es viele Momente, in denen sich die Zombies anders verhalten als sonst. Einige von ihnen sind stark genug, um im Alleingang Glas zu zerschlagen, Wände zu durchbrechen oder einen erwachsenen Mann wegzuschleppen. Was die Geschwindigkeit angeht, so heißt es in den AMC-Regeln für die Serie, dass Zombies nicht sprinten können. Die schnellste Bewegung, die sie machen können, ist ein, Zitat, watschelnder Lauf. Darüber hinaus wird erklärt, dass die Fähigkeit zu rennen hängt davon ab, wie lange ein Zombie schon untot ist und wie weit die Verwesung fortgeschritten ist. Es gab jedoch Zeiten, in denen die Zombies mit den Charakteren Schritt hielten, die mit voller Geschwindigkeit liefen. Ein krasses Beispiel dafür ist die Premiere von Staffel 2, Zukunft im Rückspiegel, als Sophia um ihr Leben rennt und zwei Beißer problemlos mit ihr mithalten können. Und was ist mit den unterschiedlichen Intelligenz- und Geschicklichkeitsgraden der Zombies? In der ersten Folge der Serie kehrt ein Zombie nach Hause zurück und versucht, die Tür zu öffnen. In der nächsten Folge ist ein Zombie, der Rick und Glenn verfolgt, in der Lage, über einen Maschendrahtzaun zu klettern, ohne sich die Beine zu brechen. Diese Fälle sind weit entfernt von Beißern, die den ganzen Tag gedankenlos herumstolpern. Sollen wir das der Evolution der Untoten zuschreiben?